So, und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Show, nur diesmal together. Ja, ganz recht, diesmal bin ich sogar mal dabei. Ja, und wir wollen euch ein bisschen The Mercenaries zeigen aus Resident Evil 6. Ja, wir zeigen auch direkt mal eine DLC-Map, zeigen wir auch direkt die Vorbestellung bekamen. Ja, die Katakomben. Genau. Also ich werde Chris wählen, er hat Jake gewählt. Wir haben genau. Er hat auch den Zeitbonus und ich den Combo-Bonus als Skill. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ganz richtig. Sind ja auch beides Hauptcharaktere, also spoilern wir auch nicht. Also das ist schon ganz gut so. Ein Spoiler. Chris hat eine Kampagne. Ja, Jake hat auch eine Kampagne. Oh mein Gott. Das braucht ihr jetzt alle nicht mehr so spielen. Wobei ich sagen muss, Katakomben ist so eins, finde ich, der besten Maps im Sechser, bei Mercenaries. Ja. Findet man sich am schnellsten zurecht, finde ich. So, also du bist für die Sideboni verantwortlich und ich bin dafür verantwortlich, den Combo umzuhalten. Genau. Fürs Erste zumindest, sagen wir mal so. Ach komm, weißt was? Das war es gerade direkt vor meiner Nase, da wird da komm Scheiß drauf. Sicher, wenn direkt vor deiner Nase ist, warum denn auch nicht? Und ein Barrel! What are you doing here? Ich weiß, Melee-Attacken würden mir einen Zeitbonus bescheren, aber am Anfang ist mir das jetzt eigentlich relativ. Da gehe ich nicht durch. Spielt wieder einer, weiß mit der Falle. Ja. So, jetzt mache ich mal. Ach, schade. Ich wollte eigentlich den Genickbrecher machen bei ihm. Ah ja. Eigentlich die einzige Melee-Attacke von Chris, die gleich geblieben ist im Sektor. Wow, fuck! Vor mir, hinter mir, überall tot. Ja, das wär's. Nein! Oh. Fix, so, untotes Drecksviech. So. Aber ich find's schade, dass vom Chris der Super Punch abgeschwächt wurde. Ah, jetzt hat. Jawoll. Da war ja im 5er irgendwie viel cooler. Ach, jetzt wollte ich eigentlich eine Melee-Attacke machen, aber jetzt habe ich ihn schon davor gekillt. Oh, Genickbrecher. Ach, dann egal. Schlagmann. So, 9,5 Minuten dürfte ja wohl erstmal reichen. Nee. Spinnst du? 9,5 Minuten? Das reicht mir ja nie und nimmer. Das reicht auf keinen Fall, um 150 Kombo zu bekommen. Auf keinen Fall. Nee, vergiss es. Müssen neu starten. Ach, da sind sie. Ach. Ah, nein! Du spuckst mir nicht an. Ich glaube, Jake ist ein heimlicher Deutscher. Der hat gerade einen German Suplex gemacht. Ach, Zweig hat ein bisschen abgelenkt von deinem Gerede gerade. Jetzt wollte ich eigentlich kontern. Sonst hat er mir die Schaufel richtig in mein Face geschlagen. Oh mein Gott, Entschuldigung, dass ich rede beim Let's Play. Ja, ich habe gerade nur so gelauscht, was du echt zu erzählen hast. Das war jetzt nicht unbedingt negativ gemeint. Vom Wegen. Bloodshot, vom Wegen. Hast du Gegner vor dir? Momentan. Ich habe nämlich gar keine vor mir. Ah, okay, das war, glaube ich, kurz vor knapp, oder? Ja. Ach, da ist einer. Ich dachte mir gerade, kein Gegner mehr bei mir. Die wollen alle zu dir. Naja. Weil er den Anti. Weil er irgendwas Anti-mäßiges irgendwie an sich hat. Anti-Zombie-mäßiges irgendwie. Der ist sozusagen. Bist du gerade in der Nähe des Stromdinges? Nee. Gut. Ich renne hier irgendwo planlos durch die Gegend. Dann renne auch nicht unbedingt in das Stromding jetzt hin, weil es aktiviert wurde von mir. Ich werde aufpassen. Nicht so wie beim
letztes Mal, wo wir offline, also nicht offline, wo wir halt einfach so den Mercenaries-Modus ausprobiert haben. Ja. Wow. Ich brauche mal wieder Heilkräuter. Fällt mir gerade so auf. Ich habe nämlich überhaupt keine. Außer so. Das eine grüne Kraut, was ich gerade eingesetzt habe. So, den Dicken habe ich auch schon mal erledigt. Was ein fieser Fettsack. Ganz genau. Sag mal, bei mir ist gar kein Gegner. Und zack. Ja, okay, aber du kannst den Combo wenigstens noch ein bisschen oben halten, derweil. Ich versuche. Herb. Ich versuche mein Bestes. Ja, ich habe ja auch einen Gegner vor mir. Achtung, aber nicht durch die Falle gehen. Da ist schon wieder so ein Idiot, wo gerade wieder die Falle betätigt hat. Also ne, ich hab schon gesehen. Hast du einen? Ja. Yes. Haben wir schon mal 51 gehabt? Offline, ja. Wir hatten sogar schon mal eine 70er-Kombo. Ah, okay. Aber jetzt haben wir 53. Erstmal. Okay, die Lightning Hawk benutze ich dann für die... sag schon. Für die Decken. Genau. Nein! Oder für die anderen BOWs. Ja, oder für die mobilen Zombies einfach. Die gerade. Uhuhuhu. Sind wir gerade zwei vor die Nase gerannt. Achtung, kommt einer. Töte ihn. Hau ihn. Mach schlimme Dinge mit ihm. Wie sowas, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ein German Suplex. Ich bin ja immer noch der Meinung, das sind heimliche Resident Evil Fans, die Resident Evil entwickelt, heimliche Resident Evil genau. Resident Ich darf mal gerade, hä? Heimliche Resident Evil Fans, die Resident Evil Entwickler. 66, also wir kommen wieder nahe an das eine ran. Und natürlich, wenn jetzt zwei, drei fiese Fettsäcke kommen, dann schrei ich. Hast du einen vor dir? Yep. Sehr schön. Sag mal, wo sind die eigentlich alle? So. Da kommt zum Beispiel einer aus dem Ding raus. Ja. Plus 10 Sekunden. Ah, ganz hinten sehe ich auch einen. Was? Plus 10 Sekunden? Es hat mir gerade irgendwie plus 10 Sekunden gegeben, die eine Attacke. Okay, das ist, glaube ich, für uns jetzt persönlich ein neuer Rekord, oder? Ja. Oh! Achtung! Drecksviech! So, und weg. Okay, das muss es... Ach! Ja, hast recht. Oh, shit! Achso, das bist du. Ja. Ich weiß, ich sehe aus wie ein Zombie. Natürlich. Darum wollte ich dich ja killen. Jetzt komm. Nein! Nein! Ha! Das war zu früh gedrückt. Nehmen halt so. Laternenviecher. Ja. Yep. Ich glaube, ich sollte hier auch ein bisschen auf. Ja, so ein bisschen. Das ist echt eine Idee schwer. Ein bisschen aufpassen. Oh, oh, oh. Nein! Ach nee, warte mal. Haha! Scheiß Viech.
I have a problem. Bei mir sind gerade keine. Bullshit, bei mir sind welche. Ah komm, kill nur einen, dann haben wir 100. Oder warte mal, komm, das geht jetzt schnell. So. Nein! Boah, fuck! Das war cool. Ich glaube, ich habe einen Melee-Attacke plus Konter gerade geschafft. Cool. Ja, du spuckst mir nicht an. Komm. Ach, dann nehm mal so. 106er Combo. Ach, komm. Blödes Drecksviech. Oh, da war eine Veskar-Attacke gerade. Ich, die er gerade gemacht hat. Ich hab's gerade nicht gesehen. Soll ich dir dritt nach unten? Ah. Der war cool, also. Von wegen Spocken. Der ist mir. Okay. Der ist mir. Ja, ja. Aufpassen. Also, warte, die Kombo geht gleich weg. Ja, der war sowieso kurz vorm Sterben. Weil ich weiß, ich will das einfach ungern riskieren. Sag mal. Ach! Nö. Hä? Ich hab dich gerade husten gehört. Irgendein Viech ist gerade zu mir gesprungen. Ach! Sag mal, alles explodiert irgendwie bei mir. Was tust du eigentlich da? Oh, Fettsack! Fettsack! Ich glaube, ich habe ihn. Oh, shit! Problem! Problem! Bist du da? Ja. Oh. Schnüffel das. Ja. Ach komm, fuck, der bringt unseren Komp. Ach. Oh. Schade. Ist ein bisschen schade, finde ich. Ja, was soll man machen? Ah, dafür kill ich jetzt alle, wo ich sehe. Was ich eigentlich eh schon die ganze Zeit tue. Komm, scheiß auf den Zeitbonus. I don't care. Hä? Kann ich was kaputt machen? Ach ja, stimmt. Ich glaube, ich... Nee. Ach. Ich hab doch einen... Heilspray, genau. Ja, wäre jetzt blöd fiedlich. Ich denke mal, wir hätten den Kombo sogar oben gehalten. Wir hätten vielleicht sogar eine 150er-Kombo geschafft. Ja, das ist möglich gewesen, aber das ist halt auch blöd. Das ist bei mir auch schon ein paar Mal passiert. Und das Drecksvieh wollte sich gerade da... Wollte mich gerade verletzen? Anspringen? Ach, haben wir ja nur noch 6 Stück. Ja, die schaffen wir locker. Ach, da brauchen wir jetzt nicht auf Millikill gehen. Die können wir so abknallen. Wobei, vielleicht den 150. vielleicht noch, oder? Ich versuche, soweit es geht, noch die Leute mit Millie-Attacken zu erledigen. Weil es einfach schöner aussieht. Okay, und man kriegt ja noch einen Zeitbonus. Deswegen, und umso mehr Zeit, umso besser ist es. Und du noch. Und zack. Holy shit, 564.000 Punkte. So viel haben wir noch nie gehabt. Nee, das war ja mal erfolgreich, würde ich sagen. Ah, maximale Combo 100 sind wir 20. Und eine Trophäe bekommen. Na, ich gerade nicht. Covered in Press oder so heißt das. Aber das war ein sehr erfolgreicher Run. Auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir sogar 100 sind wir 20er Combo schaffen oder generell über 70 kommen. Ja, ich naja, aber zusammen ist die Katakomben relativ einfach, muss man sagen. Ah, ich sag ja, hätten wir das eine Viech gleich gekillt, wir wären wahrscheinlich auf einer Kombo von 150 gelandet.
Ich wusste gar nicht, wo es ist, deswegen keine Ahnung. Ja, ich hab's dann zu spät gemerkt. Das Vieh hat mich ja dann einfach angegriffen. Ja. Ja, aber. Dann sag ich mal, ich hoffe, dass der Show hat euch gefallen. Mhm. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin.